Ich denke, wir sollten noch mal einen Rundumschlag machen, nämlich auf die Indizes schauen. Den DAX nämlich auf der einen Seite, der sich ja gar nicht so schlecht jetzt eigentlich darstellt. Oder eben doch nicht. Das sollten wir uns mal angucken. Schauen wir mal auf den Chart, den DAX-Index hier beispielsweise 15 Minuten. Da sehen wir, dass wir nach dem deutlichen Rücksetzer, den wir hier zuvor hatten, jetzt ja einigermaßen gut nach oben kommen. Und tatsächlich finde ich das gar nicht so schlecht. Wir sind zwar grenzwertig hier zurückgelaufen, aber eben noch überlappungsfrei. Eigentlich kann man sagen, einmal hoch, dann in einer sogenannten Seitwärtskorrektur nach unten, anschließend der nächste Schub nach oben, dann hatten wir eine ABC scharfe Korrektur und jetzt sind wir in dem vielleicht letzten Segment. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was das jetzt hier werden wird. Das werden wir uns dann hier vielleicht nochmal im Detail angucken, aber das wäre ein durchaus ja, typisches Bild, wobei ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, das jetzt hier als die Long Chance zu sehen. Index jetzt sowieso nicht, aber so zur Orientierung ist das zumindest erstmal aufzufassen. Das Ganze würde allerdings immer noch in das komplette Konzert passen, hier 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, anschließend nochmal ein Rücksetzer und danach nochmal nach oben. Wir wissen ja, dass so eine Korrektur gerne ebenso zigzagmäßig unterwegs ist und ein Zigzag normalerweise ist definiert in einer Impulsbewegung auf der einen Seite, anschließend eine Korrektur, dann nochmal eine Impulsbewegung. Das ist dieses typische A, B, C oder Zigzag in der vereinfachten Form. Ihr seht das hier komplex oder nicht komplex. Und das würde eigentlich das widerspiegeln, was wir hier in dem großen Bild ja immer mal wieder gesprochen haben. Hier hatten wir jetzt eine scharfe Abwärts. Jetzt kriegen wir hier vielleicht so eine A, B, C und danach nochmal. Und ihr seht, das A, B, C, was wir intern haben, ist das Mittelstück dieses A, B, Cs. Ihr seht, vor lauter ABCs, das gibt es durchaus häufig mal. Ich will das nicht jetzt an jeder Stelle zeigen, aber das ist nichts Außergewöhnliches, sondern symbolisiert sehr, sehr häufig eben klassisches Korrekturmuster. Okay, insofern erstmal nochmal gar nicht so schlecht jetzt hier, was den aktuellen Markt angeht, denn eigentlich fehlt ja noch ein Arm, den müssten wir ja theoretisch nochmal hier nach oben auch bringen. Super, aber gucken wir mal auf die amerikanischen Indizes, wie sieht es da aus? Noch sind die ja stark. Das passt ja auch noch in das Bild. Fangen wir mit dem Nasdaq an. Den hatten wir jetzt vor kurzem hier als Trade auch mal vorgestellt oder ein bisschen genauer besprochen. Theoretisch läuft die Situation immer noch weiter. Unsere Mindestzielmarke, die hatten wir hier oben gesetzt, irgendwo hier oben drüber, sprich 11.100. Da sind wir jetzt ziemlich exakt. Das war die von uns angedachte Zielmarke hier in diesem Fall. Aber der Markt mit realistischen Chancen noch weiterzulaufen, solange es eben keine Rücksetzer gibt, kann man natürlich auch sagen, ich trade den Stop hier einfach hinterher. Wir sind in der Aufwärtsbewegung. Es ist noch nicht wirklich was Negatives hier zu erkennen. Warum soll ich jetzt hier schon auf die Short-Seite wechseln? Ist nicht wirklich zu erkennen. Insbesondere, eigentlich hätte man hier vielleicht schon vermuten können, ah, das ist doch diese Fünfwelligkeit. Richtig, das wäre durchaus denkbar, aber wir hätten was einigermaßen flaches Korrektives gebraucht. Was haben wir aber angeboten bekommen von dem Markt? Was Steiles in die Gegenrichtung. Das hat diese Situation erstmal verharmlost, erstmal aufgelöst. Das heißt, der Bullenmarkt muss noch nicht zu Ende sein. Vorsichtig, muss noch nicht zu Ende sein, heißt nicht unbedingt, jetzt gehe ich zwangsweise long. Das würde für uns erst dann wieder in Frage kommen, wenn wir auf diese starke Aufwärtsbewegung, die hatten wir ja hier immerhin, eine sehr schwache Abwärtsbewegung bekämen. Das wird jetzt die Hausaufgabe für heute Nachmittag sein, dass wir die jetzt vielleicht nochmal sehen. Das heißt, dass der Markt uns sowas in der Richtung da nochmal präsentiert. Auch die anderen Indizes, S&P, sind noch ganz klar auf der Aufwärtsseite. Man sieht da noch keine Schwäche. Was sollen wir da reininterpretieren? Man sieht zwar, dass es mühsamer hier teilweise schien, aber mühsamer ist noch kein Grund zu verkaufen. Mühsamer ist höchstens ein Grund, mit den Stops ein bisschen adäquater, sagen wir mal, umzugehen, das heißt ein bisschen enger. Wie eng? Das hängt jetzt vom eigenen Gusto auch ein wenig ab, wie aktiv man eben das Ding handeln will. Wenn man nicht so häufig handeln will, hat man vielleicht einen etwas weiteren oder einen noch etwas weiteren Stop. Der lässt die Position länger laufen, riskiert zwar mehr, aber man muss natürlich auch nicht dauernd aktiv werden. Wer jetzt aber sagt, ich gehe gerne mal häufiger mal rein und wieder raus, der kann natürlich die Stops auch ein bisschen enger nachziehen und sagt sich, solange ich so ein Kraut und Rüben habe, muss ich nicht im Markt sein. Wenn er das sich dann wieder beweist mit einem neuen charttechnischen Muster, dann eröffne ich dann meine Position umso lieber wieder. Das muss man eben selber ein bisschen rausfinden, welchen Aktivismus man da angehen will. Also, die Long-Seite noch gültig. Es ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass das so bleiben wird. Denn wir hatten ja auch hier noch angesprochen, dass das
dann wackele ich diese Richtung und das hier nochmal durchaus noch kommt. Ich habe es nicht sauber gezeichnet, aber das kriegt ihr selber hin. Also sprich, dass hier nochmal so eine Abwärtsbewegung kommt. Wo die aber jetzt genau startet, das wird sich noch abzuwarten oder wird noch abzuwarten sein. Und schwächer, wie gesagt, im Moment nicht zu sehen. Dementsprechend sind Longs, insbesondere mit einem Trailing Stop, nach wie vor eben gültig. Also das dazu. Heute als Trade hatten wir im Vorschlag der JP Morgan, ein Trade, den ich jetzt nicht im Detail hier an diesen Beitrag hier durchgehen will. Wer es gucken will, kann sich das natürlich nachlesen im Trade des Tages. Da sind wir drauf eingegangen, wie der aussieht und warum der ist und wie das Ganze ablaufen kann. Ich halte das für gar keine so schlechte Idee. Das heißt, einfach mal angucken. Kann nicht schaden, es kostet ja nichts. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße.